Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren. Wir treten heute als Bündnis ganz unterschiedlicher Akteure vor die Medien. Wir haben ein gemeinsames Ziel, die Ablehnung der sogenannten Selbstbestimmungsinitiative am 25. November. Es ist kein formales Bündnis, sondern es sind ganz verschiedene Absender, die im Abstimmungskampf aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen werden, wie sehr diese Initiative der Schweiz schadet. Diese Initiative greift das Fundament der Schweizer Demokratie an. Sie schränkt die Handlungsfähigkeit der Schweiz in Außen- und Wirtschaftsbeziehungen ein und sie schafft Rechtsunsicherheit. Das Bündnis ist so breit, dass es auf dem Podium keinen Platz hat. Darum haben wir Plätze im Saal dazugenommen. Heute auch anwesend als Vertreter und Vertreterin des Bündnisses sind die GLP durch Nationalrat Beat Flach, der Verein Bundespolitikerinnen und Politiker für Demokratie mit 150 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die EVP vertreten durch Nationalrätin Marianne Streiff, das Comité Roman contre l'Initiative entre Droits Humains, vertreten durch Florio Dogni. Und auch zum Bündnis gehören die Grünen Schweiz, die BDP und das Comitato di Cinese Uniti dal Diritto. Die Kontakte finden Sie alle in der Pressemappe. Sie hören nun kurze Beiträge der Referentinnen auf dem Podium und haben danach genügend Zeit, um Fragen zu stellen. Ich begrüße Laura Zimmermann von Operation Libero, Astrid Eppine, Juristin und Rektorin der Universität Fribourg, Beat von Lanten, Ständerat CVP, Philipp Müller, Nationalrat FDP. Ständerat, Entschuldigung. Nadine Massard, Nationalrätin SP und François Gavella, Vizepräsident von Swissmem. Mein Name ist Andrea Huber. Ich beginne mit einem Statement als Vertreterin der Allianz der Zivilgesellschaft, Schutzfaktor M. Die Allianz der Zivilgesellschaft besteht aus 120 Organisationen. Es sind Organisationen und Vereine, die sich einsetzen für die Rechte von Kindern, von Frauen, von Menschen mit Behinderungen, von älteren Menschen, für die LGBT-Community, um nur einige Beispiele zu nennen. Das macht deutlich, wie viel auf dem Spiel steht mit dieser trügerischen Selbstbestimmungsinitiative. Bereits seit 2014 sind wir aktiv gegen das Ansinnen der SVP, die Europäische Menschenrechtskonvention außer Kraft zu setzen. Noch nie war eine Initiative so gefährlich für den Menschenrechtsschutz in der Schweiz. Denn mit Annahme der Initiative wären künftig dem Bundesgericht die Hände gebunden, um uns gegen grundrechtswidrige Bundesgesetze zu schützen. Und wir würden die Möglichkeit verlieren, uns wirkungsvoll beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wehren, wenn wir der Meinung sind, dass unsere Grundrechte in der Schweiz verletzt worden sind. Die EMRK würde als Garantin für unsere Grundrechte wirkungslos. Ob sie dann gekündigt wird oder nicht, eine häufig gestellte Frage, ist vorerst sekundär. Wir alle wären von einer Annahme der Initiative betroffen. Warum brauchen wir die Europäische Menschenrechtskonvention? Wir haben in der Schweiz eine Sicherheitslücke. Eine Mehrheit der Stimmbevölkerung kann jederzeit über eine Verfassungsänderung die Grundrechte einer Minderheit schwächen. Das Parlament kann Gesetze beschließen, die grundrechtswidrig sind, und auch das Bundesgericht kann einmal Fehler machen. Der Rückgriff auf die EMRK funktioniert wie eine Rechtsschutzversicherung. Sie garantiert einen Mindeststandard, der nicht unterschritten werden darf. Und genau diesen Mindeststandard wollen die Initianten dieser Initiative loswerden. Damit wären Tür und Tor geöffnet für menschenrechtswidrige Umsetzung von Volksinitiativen. Seit ihrer Ratifikation 1974 ist die EMRK verbindlich für die Behörden in der Schweiz. Nicht erst seit 2012, wie die Initianten das gerne behaupten. Sie genießt Vorrang gegenüber nationalem Recht. Das hat uns bisher viele Vorteile gebracht.
Dank der EMRK und den Urteilen aus Straßburg konnten und können substanzielle Lücken in der Schweizer Rechtsprechung und Gesetzgebung geschlossen werden. Letzte Woche beschloss der Nationalrat betreffend der Rückführung von IS-Verbrechern, dass nicht einmal mehr das zwingende Völkerrecht gelten soll. Wir erinnern uns an die schrecklichen sogenannten administrativen Verwahrungen, die dank der EMRK der Vergangenheit angehören. Es gab in der Schweiz bis vor kurzem ein Gesetz für die Verjährungsfristen, welches vielen Asbestopfern und ihren Angehörigen den Zugang zu Gericht versperrten, oder eine Bundesgerichtspraxis, die Frauen bei der IV-Berechnung diskriminierte. Die EMRK wirkt als Grundrechtskompass für die Schweiz. Es gibt auch keine ausufernde Rechtsprechung, wie wir das oft hören von den Initianten. Wir haben für Sie die Zahlen der letzten 20 Jahre zusammengestellt, von den Beschwerden, die an den EGMR gelangt sind, und den Urteilen. Sie finden diese im Annex Ihrer Pressemappe. Und Sie sehen, es ist nur in 1,6% der Fälle, die an den Gerichtshof gelangen, wird eine Vertragsverletzung festgestellt. Wir brauchen die EMRK als Garantin für unsere Grundrechte, auch in der Schweiz, denn diese wenigen Urteile haben uns bisher sehr viel gebracht. Demokratie ist nicht nur direkte Demokratie. Es gehört auch die Gewaltenteilung und der Minderheitenschutz dazu. Unbegrenzte direkte Demokratie ist undemokratisch. Ich komme zum Schluss. Wir wehren uns als laute Stimme der Zivilgesellschaft gegen diesen Angriff auf unsere Grundrechte. Ich gebe das Wort nun weiter an Nadine Massad. Vielen Dank. Vielen Dank, Andrea. Geschätzte Medienschaffende, liebe Anwesende, diese Initiative ist ein Frontalangriff auf den internationalen Menschenrechtsschutz. Damit will die SVP durch die Hintertür nichts weniger als ihr Abschottungsprogramm in unsere Verfassung festschreiben. Die Initiative reiht sich ein in die wachsende Kritik am internationalen Menschenrechtsschutz und Abschottungstendenzen in Europa und weltweit. Bei einem Ja würde die Schweiz also ein großes Stück näher rücken zu Staaten mit totalitären Zügen. Diesen Schritt in Richtung der Türkei Erdogans, dem Russland Putins oder den USA unter Trump machen wir nicht mit. Zudem führt ein solcher Switzerland-First-Ansatz, wie ihn die Anti-Menschenrechts-Initiative propagiert, zu Rechtsunsicherheit. Dabei sind gerade wir als Kleinstaat bisher gut gefahren, wenn wir verlässlich mit dem Rest der Welt zusammengearbeitet haben. Es gibt keinen Grund, jetzt unsere Strategie auf internationaler Ebene zu ändern. Die Anti-Menschenrechts-Initiative ist ein äußerst gefährliches Experiment. Wir stehen ein für eine offene Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die Menschenrechte achtet und humanitäre Werte fördert, statt sie mit Füßen zu treten. Und vergessen wir nicht, wir leiden im Alltag nicht unter internationalem Recht. Im Gegenteil, wir profitieren davon. Die Europäische Menschenrechtskonvention gibt uns allen die Möglichkeit, uns im Notfall auch gegen den Staat zu wehren. Dann nämlich, wenn diese die Menschenrechte von uns Bürgerinnen und Bürger verletzt. Es sind also nicht fremde Rechte, sondern es sind unsere ureigenen Rechte, welche die Anti-Menschenrechts-Initiative in Frage stellt. An dieser Stelle erlaube ich mir als junge Frau auf eines der Rechte einzugehen, das wir auch dank dem Druck der EMRK erhalten haben. Das Frauenstimmrecht. Die Schweiz hat die EMRK 1974 unterzeichnet. Weshalb nicht früher? Wir hatten ein Problem mit den Menschenrechten. Sie gelten eben nicht nur für Männer. Der Bundesrat wollte die EMRK zuerst nur mit einem Vorbehalt unterzeichnen, weil die Schweizer Frauen damals noch kein Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene hatten. Zum Glück kam dieser Vorschlag gar nicht gut an. Und so führte die Schweiz 1971 doch noch das Frauenstimmrecht ein. 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich und 27 Jahre nach Frankreich. Das als Beispiel dürfen wir nicht vergessen, wenn die Anti-Menschenrechts-Initiative am 25. November zur Abstimmung kommt. Vielen Dank. Ich gebe nun weiter an Ständerat Beat von Lanten.
Sehr geehrte Damen und Herren, Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative führt die Schweiz zwar selbstbestimmt, aber mit Sicherheit ins völkerrechtliche Abseits. Das verantwortungslose Vorhaben schwächt die internationale Stellung der Schweiz, zerstört ihren guten Ruf als verlässliche Vertragspartnerin und wirft unsere Schweizer Werte über Bord. Es ist daher sehr wichtig, unserer Bevölkerung reinen Wein einzuschenken. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen wissen, welche negativen Konsequenzen eine Annahme hätte. Ich will hier nur drei Punkte speziell hervorheben. Erstens, die Selbstbestimmungsinitiative ist unschweizerisch, weil sie wichtige Schweizer Werte über Bord wirft. Selbstbestimmung ist in der Tat ein wichtiger Schweizer Wert, aber ist nicht der einzige, der die Schweiz ausmacht. Auch humanistische und christliche Werte, der Schutz der Menschenwürde und der Menschenrechte sowie unsere humanitäre Tradition sind Schweizer Werte, auf die wir stolz sind. Auf ihnen beruht die politische und soziale Stabilität, die wir heute genießen, und von ihnen hängt ja auch unser Wohlstand ab. Die Selbstbestimmungsinitiative ist nichts anderes als ein direkter Angriff auf unsere Schweizer Werte, nicht deren Verkörperung, wie uns die SVP vorgaukeln will. Die Selbstbestimmungsinitiative setzt die humanitäre Tradition der Schweiz und ihre wichtige Rolle als internationale Vermittlerin aufs Spiel. Die SBI ist darum zutiefst unschweizerisch. Zweitens, die Annahme der Selbstbestimmungsinitiative wäre ein verheerendes Eigentor, weil bei Konflikten keine pragmatischen Lösungsansätze mehr möglich wären. Der durch die Initiative vorgeschlagene kategorische Schematismus bei auftretenden Konflikten zwischen Völkerrecht und Landesrecht, das heißt Neuverhandlungen oder Kündigung der internationalen Verträge, würde dazu führen, dass die bisherige erfolgreiche pragmatische Lösungsfindung im Interesse unseres Landes verunmöglicht würde. Dieser undifferenzierte Automatismus würde unser Land international ins Abseits rücken. Zudem ist die Forderung auch realitätsfremd, denn erfahrungsgemäß sind Neuverhandlungen bei zahlreichen internationalen Vereinbarungen äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Als einzige Möglichkeit bliebe also die Kündigung der Verträge, was uns ins politische und auch wirtschaftliche Abseits manövrieren würde. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Die Selbstbestimmungsinitiative würde eine verantwortungslose Schwächung der Position des Kleinstaates Schweiz bringen. Bei einer Annahme der Initiative würden wir in der Verfassung den Grundsatz festschreiben, völkerrechtliche Verträge nicht einzuhalten, wenn sie dem Landesrecht nicht vollumfänglich entsprechen. Damit verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit als verlässliche Vertragspartnerin auf internationaler Ebene komplett und schwächen ohne Not unsere Position. Die Annahme der Initiative würde uns in der Gestaltung der Außenpolitik stark einschränken und unsere internationale Stellung massiv schwächen. Gerade ein Kleinstaat wie die Schweiz ist aber auf eine stabile internationale Rechtsordnung und eine aktive Vertragspolitik angewiesen. Die Selbstbestimmungsinitiative greift nun genau dieses Völkerrecht in seinem Kern an und stärkt nicht das Recht, sondern zementiert das Recht des Stärkeren. Sie rüttelt damit am Erfolgsmodell Schweiz. En résumé, l'initiative dite d'autodétermination mène notre pays dans l'impasse, de manière certes autodéterminée, mais non moins dommageable. Nous appelons la population à rejeter clairement ce projet irresponsable pour les trois raisons suivantes. Premièrement, l'initiative foule aux pieds les valeurs suisses. Elle remet fondamentalement en question les principes qui ont fait le succès de notre pays, à savoir la fiabilité et l'engagement inlassable pour un ordre international basé sur le droit. Deuxièmement, l'initiative est un autogol.
Elle n'admet que la résiliation ou la renégociation des traités internationaux et empêche ainsi des solutions pragmatiques dans l'intérêt de notre pays. Et troisième point, l'initiative cimente non la force de la loi, mais la loi de la force. En ce faisant, elle compromet de manière inutile et durable la position internationale d'un petit pays tel que le nôtre. Par conséquent, seul un non massif et vigoureux permet d'éviter de graves préjudices pour la place économique et la politique extérieure de la Suisse. Et je passe la parole directement à Madame la rectrice Astrid Épinay. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais mentionner trois points par rapport à cette initiative d'un point de vue plutôt juridique. Mon premier point, la situation du statu quo est dans l'ensemble, ou a apporté dans l'ensemble, des résultats vraiment très satisfaisants. Le tribunal fédéral a, dans une jurisprudence qui est très vieille, hein, qui date de 1999 et non pas, ou plus tard, et non pas de 2012, apporté des solutions pragmatiques aux questions que soulèvent parfois, il faut aussi dire que seulement dans de très rares cas, il y a de réels conflits entre le droit international et le droit national, si c'est des lois fédérale ou bien la Constitution. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, le texte de l'initiative soulève beaucoup plus de questions qu'il n'apporte des réponses. Le texte de l'initiative, peu importe maintenant si on soutient la direction de l'initiative ou pas, est imprégné d'un certain nombre d'incohérences, d'imprécisions et d'ambiguïtés. Trois exemples, mesdames et messieurs. D'abord, l'article 5, alinéa 4, dit entre autres la Constitution fédérale prime sur le droit international. En même temps, l'article 190, nouvelle version, d'après l'initiative, dit le tribunal fédéral et les autorités sont tenues d'appliquer entre autres les traités internationaux dont l'arrêté d'approbation a été sujet ou soumis au référendum. Alors d'une part, on dit la Constitution prime, d'autre part, on dit les traités doivent quand même s'appliquer. Alors là, il y a une évidente contradiction. Alors, dorénavant, quand même, les traités priment d'après, dans l'application d'après l'article 190. Deuxième incohérence, dans l'article 190 lui-même, on fait une distinction entre les traités qui ont été soumis au référendum et les autres traités internationaux. Nous savons que le référendum par rapport aux traités internationaux a été élargi de manière notable ces dernières années, décennies, et il y a des traités très importants qui sont pas soumis au ou qui n'étaient pas soumis au référendum, comme la CEDH, comme Madame Hubert l'a mentionné, et d'autres traités peut-être moins importants ou certainement moins importants qui ont été soumis au référendum. Donc là, il y a une incohérence assez flagrante et puis un petit peu d'ironie aussi. D'après cette disposition, l'accord sur la libre circulation des personnes primerait toujours sur la Constitution puisque il a été soumis au référendum, ce qui n'est pas le cas pour la CEDH. Troisième exemple, l'obligation de dénoncer les traités internationaux en cas de conflit avec la Constitution et si les tentatives de renégocier l'accord en question échouent. Deux questions, jusqu'à quand il faut renégocier. À partir de quand il y a cette obligation de dénoncer si vous voulez renégocier la CEDH ou les traités sur l'OMC ou même les bilatéraux? Enfin, on négocie depuis maintenant 10 ans, enfin pas tout à fait, mais depuis 10 ans, on discute sur un accord cadre. Est-ce qu'il faut tâcher de renégocier 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans? Alors ça, on ne sait pas bien. Et puis, on ne sait pas non plus si une contradiction mineure avec un traité important de droit international entraîne aussi l'obligation de dénoncer. D'après le texte, oui. D'après certaines déclarations, non. Alors là, il y a aussi des questions. Mon deuxième point, très court, la philosophie de l'initiative est au fond
Une sorte d'absolutisme de la du constituant, de la volonté du constituant. Donc on veut museler en quelque sorte le juge. Et puis avec ça, on bouge l'équilibre des pouvoirs en détriment du troisième pouvoir, ce qui quand même est une question. Est-ce qu'on veut vraiment aller jusque-là? Un état de droit démocratique est aussi fondé sur le droit, justement. Et puis la séparation des pouvoirs dans un certain équilibre, il y a plusieurs modèles, mais dans un certain équilibre, est nécessaire pour la démocratie et pour l'état de droit. Dernier point, un petit excursus. Ça a été mentionné aussi avant, l'initiative met aussi en danger la stabilité des relations internationales, entre autres les bilatéraux avec l'Union européenne, et d'un point de vue des universités, des hautes écoles universitaires suisses, il y a aussi un problème avec ensuite la participation au programme européen de recherche, la participation aux échanges d'étudiants, si nous n'avons plus cette stabilité. Merci beaucoup de votre attention et je passe la parole à Madame Zimmermann. Merci beaucoup. Sehr geehrte Journalistinnen und Journalisten, liebe Eidgenossinnen und Eidgenossen. Eid, meine Damen und Herren, ich möchte gleich mit diesem Wort beginnen. Wir sind das einzige Land, welches das Wort Eid in seinem Namen trägt. Mit gewissem Stolz und dies völlig zu Recht. Die Schweizerische Eidgenossenschaft fußt auf einer einfachen Idee. Auf der Idee, dass gegenseitige Versprechen einzuhalten sind. Denn wer friedlich zusammenleben will, macht gemeinsame Regeln ab. Das Völkerrecht baut auf der gleichen Idee auf. Es regelt die Beziehungen zwischen Staaten mittels Verträgen. Nun kommt da eine Partei, die sagt, gegenseitige Versprechen sind für nichts. Wort halten ist für nichts. Lasst uns selbstbestimmt sein. Sie kommt und laviert und tätscht uns eine Initiative vor die Füße, bei deren Annahme wir das Wort Eid de facto auch gleich aus unserem Landesnamen streichen könnten. Die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative der SVP will, dass sich die Schweiz nicht mehr an gemeinsame Spielregeln hält. Dass wir die Finger hinter dem Rücken kreuzen, während wir mit der anderen Hand etwas versprechen. Die SVP betreibt hier Anstiftung zum Vertragsbruch. Und damit nicht genug. Diese Initiative rüttelt mehr als jede SVP-Initiative zuvor an den Fundamenten unseres demokratischen Rechtsstaates. Mit ihrer Anweisung zum Vertragsbruch verletzt die Initiative den Grundsatz, dass die Grundlage und Schranke staatlichen Handelns das Recht ist. Denn die Verletzung von Verträgen ist natürlich auch eine Verletzung der Grenzen, die das Recht staatlichem Handeln setzt. Die Initiative greift die Gewaltenteilung, das Ermessen der Richterinnen und Richter, die Abwägung im Einzelfall, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, die Grundrechte jeder und jedes Einzelnen an. Doch all das sind zusammen mit unseren direktdemokratischen Mitbestimmungsrechten wichtige Elemente unseres modernen Rechtsstaates und politischen Systems. Und nur all diese Elemente zusammen machen die schweizerische direkte Demokratie so einzigartig. Meine Damen und Herren, diese Initiative ist nicht, was sie vorgibt. Die Selbstbestimmungsinitiative ist nicht einfach nur eine optische Täuschung, sie ist eine Falle, die mit Selbstbestimmung lockt, gut versteckt hinter komplexer Juristerei und darum umso gefährlicher. Diese Initiative richtet sich nicht nur gegen die fremden Richter, sondern gegen unsere eigenen. Diese Initiative ist ein Angriff auf das Recht und den demokratischen Rechtsstaat im Allgemeinen. Diese Initiative gaukelt uns die Stärkung der direkten Demokratie vor. In Wahrheit will sie den Behörden das Recht geben, wichtige völkerrechtliche Verträge nötigenfalls zu kündigen, ohne die Stimmbevölkerung zu befragen. Das, meine Damen und Herren, ist undemokratisch. Diese Initiative will nicht Selbstbestimmung,
Sie will SVP-Bestimmung. Am 25. November aber bestimmen wir alle selbst. Wir können uns entscheiden. Wollen wir eine Schweiz, die Wort hält und die verlässlich ist? Oder wollen wir stets die Finger hinter dem Rücken kreuzen? Die Selbstbestimmungsinitiative greift unsere Vertrauenswürdigkeit und die Grundpfeiler unseres Rechtsstaates fundamental an. Nichts Geringeres steht am 25. November auf dem Spiel. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe das Wort an Herrn Ständerat Philipp Müller. Besten Dank, geschätzte Damen und Herren. Ich versuche aus etwas anderer Sicht die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative zu beleuchten. Mit dieser Initiative wird dem Schweizer Volk mehr Selbstbestimmung in Bezug auf internationale Verträge, darum geht es ja primär, versprochen. Damit streut man den Wählerinnen und Wählern Sand in die Augen. Internationale Verträge werden immer von zwei Partnern oder mehreren allenfalls geschlossen, und zwar freiwillig, wie im Geschäftsleben, im privaten Geschäftsleben. In einem demokratischen Rechtsstaat ist es nun einmal so, dass Verträge, die man abgeschlossen hat, auch einzuhalten sind. Auch das wie im privaten Geschäftsleben. Das war immer schon so. Die Verlässlichkeit eines Vertragspartners ist außerordentlich wichtig für die internationalen Beziehungen, für internationale Wirtschaftsbeziehungen auch. Abmachungen einfach einseitig und willkürlich zu ändern, geht nicht. Und das ist auch richtig so. Gerade die Schweiz ist darauf angewiesen, dass Verträge, die sie abschließt, auch eingehalten werden. Man kann nicht nachher kommen und sagen, das, was wir abgemacht haben, gilt nicht mehr und muss sofort neu verhandelt werden. Wenn man trotzdem ein Problem sieht, kann man Verträge ordnungsgemäß und auf die im Vertrag vereinbarte Frist kündigen. Das ist Selbstbestimmung, aber eben vertragskonforme Selbstbestimmung. Dazu braucht es einfach den politischen Willen und eine Mehrheit der Entscheidinstanz, die zuständig ist für diese Kündigungen. Dazu braucht es aber sicher nicht diese Initiative. Die Initiative mag auf den ersten Blick hin gut klingen. Wer will nicht mehr oder wer will nicht überhaupt Selbstbestimmung? Die Initiative macht mit ihrem Titel aber Versprechen, die unmöglich eingehalten werden können. Neben dem verführerischen Titel nimmt die Initiative für sich in Anspruch, der Verfassung gegenüber dem bösen, in Anführungs- und Schlussreiche bösen Völkerrecht zum Durchbruch zu verhelfen. Doch kann sie aufgrund ihrer Unklarheiten und Widersprüche, das haben Sie bereits gehört, nicht einmal ihr eigenes Versprechen einlösen. Der unklar formulierte Initiativtext lässt bewusst viele Fragen unbeantwortet. Es wird beispielsweise nicht definiert, wann ein Konflikt zwischen Landes- und Völkerrecht vorliegt und welche Behörde dies zu beurteilen hätte. Sie führt deshalb nicht zu einer Klärung zwischen Landes- und Völkerrecht, sondern aber in ihrer Widersprüchlichkeit zu noch mehr Unklarheit. Das bedeutet Rechtsunsicherheit und letztlich Chaos. Neben den fatalen Konsequenzen für die internationale Zusammenarbeit und für die Wirtschaft würden wir mit diesem unsicheren Zustand unserer Demokratie ein Eigentor schießen. Wir haben das Theater bei der MEI, der Masseneinwanderungsinitiative, beziehungsweise deren Umsetzung 1:1 erlebt. Man hat diese Umsetzung kritisiert, aber nicht einmal das vorhandene demokratische Instrument genutzt, um das zu ändern, nämlich das Referendum. Das wäre ein demokratisches Mittel gewesen, das heute schon existiert und nicht benutzt worden ist. Es stellt sich also die Frage, welchen Mehrwert diese Initiative überhaupt mit sich bringt. Es macht nur Sinn, eine Initiative zu unterstützen, wenn sie einen echten Mehrwert bringt, ohne gleichzeitig Schaden anzurichten, wie das im vorliegenden Falle eben zutrifft. Volksinitiativen, Verfassungsänderungen machen nur Sinn, wenn sie etwas zum Positiven verändern. Die heutige schweizerische Demokratie hat sich bewährt. Wir hören immer
was alles die Errungenschaften sind der Schweiz, der schweizerischen Demokratie, die Vorteile der Demokratie. Und das alles ist richtig. Aber es ist alles gelungen ohne die Selbstbestimmungsinitiative. Tragen wir Sorge dazu, zu dieser Demokratie, die gewachsen ist, die sich weiterentwickelt, und lehnen wir diese Initiative ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort weiter. Okay, Herr Müller. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'aimerais amener ici le son et la voix de l'économie en tant que vice-président de Suisse même, qui emploie en Suisse 320 000 personnes et qui, contrairement à ce qu'on dit de la Suisse, qui gagne 2 francs sur 5 à l'étranger, Suisse même en gagne 4 sur 5. Donc vous imaginez à quel point notre branche est inquiète à la perspective de l'acceptation de cette initiative que nous jugeons néfaste. Néfaste pour plusieurs raisons. Je pense que le mensonge qui est sous-jacent est évidemment choquant, puisqu'il parle d'un déficit de démocratie qui, à notre avis, n'est absolument pas réel. Mais j'aimerais illustrer à travers un exemple concret ce que l'acceptation de cette initiative aurait comme influence sur des échanges avec un pays comme la Chine. Vous le savez, les accords bilatéraux avec la Chine ont été approuvés et ratifiés il y a environ 2 ans. L'acceptation des 2 initiatives agricoles que nous avons votées très récemment, certes qui ne s'est pas passée, mais qui était aussi possible, aurait impliqué un certain nombre de conséquences. Clairement, le volet agricole est contraire et en contradiction avec ces accords de libre-échange. Qu'est-ce que ça voulait dire? En clair, c'est que les négociateurs suisses qui, après, sauf erreur, 8 ans de négociations extrêmement ardues, auraient dû rappeler leurs collègues chinois pour dire « on est d'accord avec cet accord, mais il y a un aspect qui ne nous plaît pas. On veut le renégocier ». Les Chinois nous auraient peut-être posé la question et si on n'est pas d'accord de renégocier, on leur aurait dit en préambule qu'à ce moment-là, on va demander l'abrogation de cet accord. Je pense que les Chinois se seraient frottés les yeux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a, comme ça a été dit précédemment, un capital de confiance qui a été créé entre nos 2 pays, que ce capital de confiance a amené à une croissance énorme des échanges commerciaux dans les 2 directions, qui représentent environ 13 milliards de francs à ce jour, et que pour une portion d'environ 100 millions que représente l'agriculture, qui d'ailleurs est en faveur de la Suisse, on exporte plus de fromage et de chocolat qu'on importe d'autres choses, nous serions prêts à dire à nos amis chinois, nous renonçons à cet accord. Donc c'est non seulement une absurdité, mais c'est un autogol gigantesque. Et c'est pour cette raison que non seulement avec la Chine, mais avec d'autres pays, nous sommes absolument terrifiés à l'idée de l'acceptation d'un tel accord. Donc nous nous permettons vraiment de dire que cette initiative n'est même pas une fausse bonne idée, mais c'est une vraie mauvaise idée. Je vous remercie. Herzlichen Dank für diese Statements. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich bitte Sie, Ihren Namen und das Medium zu nennen. Mord von der Finanz und Wirtschaft. Vor 2 Tagen hat Herr Wösti, der Präsident der SVP, in diesen Saal gerufen, wer gegen die Selbstbestimmungsinitiative ist, ist gegen die direkte Demokratie. Was entgegnen Sie ihm? Sie haben offensichtlich keine guten Argumente. Es ist ein Etikettenschwindel. Wir haben das in verschiedenen Beispielen hier gehört. Und die Initiative ist juristisch dermaßen undurchdacht, dass die SVP nicht über Details sprechen kann, sondern versucht, eine möglichst einfache, unauffällige Etikette zu verleihen. Aber vielleicht die Idee oder dieser Ausspruch von Nationalrat Rösti ist völlig deplatziert, weil sie nicht stimmt. Herr Ständerat Müller hat es vorhin gesagt, die internationalen Verträge können jederzeit gekündigt werden. Es wird auch hier die Möglichkeit bestehen, eben die direkte Demokratie spielen zu lassen. Und in zahlreichen internationalen Verträgen hat die direkte Demokratie gespielt, indem eben das Volk auch abstimmen konnte.
Vielleicht zwei Aspekte. Also der erste, wir haben heute eine weitgehende Parallelität der direktdemokratischen Rechte in Bezug auf Bundesgesetze und in Bezug auf völkerrechtliche Verträge. Insofern ist die Legitimation beim Abschluss der Verträge gegeben. Der zweite Aspekt, rechtsstaatlich kann man Erlasse, die nach einem bestimmten Verfahren verabschiedet wurden, grundsätzlich nur unter Durchlaufen desselben Verfahrens wieder zurücknehmen. Sie können ja auch kein Bundesgesetz durch eine Verordnung des Bundesrates relativieren. Oder zumindest darf man es nicht. Vielleicht passiert es gelegentlich mal, aber nicht bewusst. Oder? Und das ist ein ganz fundamentaler rechtsstaatlicher Grundsatz. Und wenn man hin zu einer Verabsolutierung geht, ich versuche das eben auch, habe es eben kurz angedeutet, des Verfassungsgebers, dann bringt man dieses Gleichgewicht der Gewalten eben durcheinander. Jede Verabsolutierung einer Gewalt, sei das jetzt die Judikative, die Exekutive oder die Legislative slash des Verfassungsgebers, führt letztlich zu Gefährdungen des Gesamtgleichgewichtes eines demokratischen Rechtsstaates. Natürlich kann man dieses Gleichgewicht noch mal unterschiedlich ausgestalten. Wir haben in den verschiedenen Staaten auch unterschiedliche Modelle. Aber irgendwo muss das Gleichgewicht gewahrt bleiben. Deshalb kann man nicht die direkte Demokratie als solche verabsolutieren ohne entsprechende Kompetenzen der anderen Gewalten. Genau, und man sollte vielleicht im Klaren sein, was Herr Albert Rösti meint, wenn er von direkten Demokratie spricht. Dann meint er nämlich allein die Tyrannei einer Mehrheit über eine Minderheit. Zu einem demokratischen Rechtsstaat, ich habe es vorhin gesagt, gehören aber andere fundamentale Elemente dazu. Die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Justiz, das Ermessen der Richterinnen und Richter, die Abwägung im Einzelfall, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, der Schutz der Grundrechte jeder und jedes Einzelnen. All diese Elemente zusammen machen die schweizerische direkte Demokratie so einzigartig. Herr Mösch, Sie haben gesagt, es wurde gerufen in diesem Saal. Da hätte ich zurückgerufen, hatten wir denn im Umkehrschluss bis heute vor der Selbstbestimmungsinitiative keine direkte Demokratie? In der täglichen Auseinandersetzung mit dieser Partei hören wir das dauernd. Die direkte Demokratie, das Volk, Sie, der Souverän, ist die oberste Instanz. Also das heißt ja im Umkehrschluss, nur mit der Selbstbestimmung haben wir die direkte Demokratie und ohne sie haben wir das nicht. Die Frage stellt sich also, was haben wir denn für ein Staatssystem heute? Lise Bella pour 24 heures et la Tribune de Genève. Peut-être une question qui vous est adressée, Madame Épinay, par rapport aux conséquences de l'initiative sur les relations bilatérales avec l'Union européenne. D'une part, vous nous dites l'accord sur la libre circulation des personnes adopté par le peuple ne serait pas remis en question. Mais d'autre part, vous nous dites l'accord sur la recherche qui pourtant a aussi été soumis au peuple pourrait être mis en danger. Comment comprendre ce qui m'apparaît aussi comme une contradiction? Voilà. J'étais peut-être un peu rapide par rapport à cela, excusez-moi. L'article 190 oblige les autorités d'appliquer dorénavant quand même l'accord sur la libre circulation des personnes. Ça, c'était un côté. Ceci dit, on peut se poser la question, et puis je discutais avec un de vos collègues là juste avant, on peut se poser la question si en cas d'acceptation de l'initiative, l'article 121A, donc l'article sur l'immigration de masse, ne mènerait pas à l'obligation par l'article 56A de la Constitution à devoir renégocier l'accord sur la libre circulation des personnes et ensuite à une obligation de le dénoncer. Mais pour autant, autant longtemps qu'il n'a pas dénoncé, il est à appliquer sur la base de l'article 190. Sir.
Donc ce n'est pas une contradiction, mais c'est deux aspects différents de l'initiative. Hein, pour, autant longtemps que l'accord est en vigueur, il doit être appliqué, mais on ne sait pas s'il n'y a pas une obligation de dénoncer l'accord si les négociations n'aboutissent pas. Et puis s'il y a dénonciation, ou même peut-être si l'Union ressent cette volonté de dénoncer, l'accord sur la recherche est également mis en porte-à-feu. Darf ich dazu noch etwas sagen? Mit dieser Frage haben Sie eigentlich das ganze Problem auf den Punkt gebracht. Das ist eine Frage, die mir sicher gefällt. Schauen Sie, ich will Sie nicht belehren, aber man kann den Text lesen. Bundesgesetz und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss dem Referendum unterstanden hat, sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden maßgebend. So, ich bin nicht Jurist, aber trotzdem weiß ich, dass damit die bilateralen Verträge, dass die Personenfreizügigkeit, die die SVP ja so liebt, dass diese Verträge eben nicht betroffen sind von der Selbstbestimmungsinitiative. Das hat ja die Spezialistin, Frau Epine, hat das ja dargestellt. Sie kann das besser als ich. Aber es ist ganz einfach. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ein Vertrag vorhanden ist, der dem Referendum unterstehen würde oder hat, dann darf er die Verfassung verletzen. Das macht dann nichts. Und wenn ein Vertrag vorhanden ist, der diesem Referendum nicht unterstanden hat, und Sie kennen die Kriterien, die sind in der Verfassung heute festgehalten, wann ein Vertrag dem Referendum untersteht und wann nicht, da werden zweierlei Rechte geschaffen. Einerseits kann ich die Verfassung verletzen nach Belieben, wenn das Referendum ein Thema war, andererseits darf ich das nicht. Und das ist etwas, das verstehe selbst ich als Nichtjurist einfach nicht. Und offenbar kann es Frau Epini auch nicht verstehen. Da fühle ich mich in guter Gesellschaft. Ich werde noch. Mais si je peux me permettre une deuxième question, alors ça veut dire que cette initiative est inoffensive. Il se passe rien le 25 novembre si c'est accepté. Darauf möchte ich gerne etwas sagen. Es gibt sehr viele Unklarheiten in dieser Initiative, aber es gibt auch Dinge, die sehr klar sind. Nach Artikel 190, den wir jetzt mehrfach gehört haben, kann das Bundesgericht die EMRK nicht mehr anwenden. Also diese Konvention wird ab sofort wirkungslos, egal ob gekündigt oder nicht. Und auch die Klagen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hätten nur noch symbolischen Charakter. Das ist eine unmittelbare Wirkung, die eine Annahme hätte, die mitten ins Herz der Schweizer Demokratie und des Grundrechtsschutzes trifft. Darf ich noch darauf hinweisen, entschuldigen Sie, wenn ich schon interveniere, wenn sie ja nichts nützen würde, die Initiative, warum machen wir dann das ganze Theater mit einer Abstimmung, wenn kein Mehrwert da ist? Aber dass sie schadet, das haben wir, glaube ich, genügend dargelegt. Weitere Fragen? Ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn es noch vor dem eigentlichen Abstimmungskampf keine Fragen mehr gibt. Das heißt, wir haben eine gute Vorkampagne gemacht. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehen im Anschluss gerne für Interviews und weitere Fragen zur Verfügung. Besten Dank.